Hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst. Heute beantworte ich euch die Frage, was tun, wenn das Tablet schmutzig ist, dann wischt man kurz drüber und dann passt's wieder. Die andere Frage, die ich heute beantworten möchte, was tun, wenn man einen Fehler hat. In irgendwas. Also, wenn das Teil jetzt, sagen wir mal, eine Spider-App installiert hat, dann kann man das jetzt natürlich mit der Methode nicht lösen. Da muss man schon das Display wechseln. Darum geht's aber nicht. Es geht eher um softwareseitige Fehler. Zum Beispiel ein Bootloop oder ein Fehler, den ich euch jetzt bei meinem i5 Mini 4S, das ist das gute Stück, hatte ich mal vorgestellt, vor Ionen. Ha, das war, glaube ich, noch im finsten, also dunkelsten Mittelalter. Da habe ich das i5 Mini 4S mal vorgestellt. Es gab im Übrigen auch ein i5 Mini 3GS oder so. Also so, richtet sich alles so ein bisschen an Apple. Schade, dass die jetzt keine Geräte mehr machen. Zumindest habe ich von FNF nichts mehr gefunden. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich liebe dieses Tablet. Ich liebe es. Ich möchte es heiraten. Ja, es ist ein bisschen schmutzig, ich weiß. Ich mache es bei Gelegenheit sauber. Diese Gelegenheit wird sich vermutlich nie bieten. Seht ihr das? Vermutlich nicht. Oder hoffentlich schon. Ja doch, ich glaube, man kann es erkennen. Hier flackert im Hintergrund so ein Viereck. So ein weißes Viereck. Ich kann das, glaube ich, auch ein bisschen noch betonen. Man sieht es, wenn es alles ein bisschen dunkler ist, besser. Das ist das Runterfahrfenster. Seht, jetzt wird es genau überlagert. Also wenn man genau hinschaut, sieht man hier auch so einen kleinen runden Ladebalken, der halt erscheint, wenn man das Gerät neu startet. Und zwar genau das. Das ist genau das Fenster. Das ist jetzt einfach ständig da, flackert immer ein bisschen mit. Das flackert sogar auch beim Neustart. Das ist echt krass. Ich habe festgestellt, dass es im Recovery beispielsweise, hier seht ihr, da ist es wieder. Das ist ständig. Keine Ahnung, wie sich das da jetzt so, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass es da ist. Das ist vermutlich ein Softwarebug. Weil im Recovery ist nicht. So kann man das halt auch erstmal ein bisschen überprüfen. Klar, Fehlerdiagnose ist das Erste, was man macht, bevor man mit den großen, sag ich jetzt mal, Software-Vorschlaghammer zu Gange geht, dass man das versucht, ein bisschen einzugrenzen. Ich starte jetzt mal ins Recovery, das muss das Gleiche. Power-Up, nee, andersrum. Den Power-On-Button plus Volume-Down, also die Leiser-Taste und den Power-On-Taster, also einen Ausschalter. Ich glaube, ich habe es gerade verbockt, oder? Entweder kommt er jetzt ins Recovery oder bootet ein System eins von beiden. Ah, nee, ich hab's richtig gemacht. Schön, das ist das Recovery. Sieht ein bisschen anders aus bei dem Gerät hier. Seht ihr, und jetzt kann ich mich hier durchnavigieren mit Volume Down und Volume Up. Und mit Power kann ich dann bestätigen. Und da kann ich hier zum Beispiel, also als erste Maßnahme, beispielsweise bei einem Bootloop, kann ich jetzt hier Wipe Data Factory Reset machen. Oder ich kann erstmal einen Cache wipen, das geht natürlich auch klar. Beim Cache wipen passiert im Großen und Ganzen halt gar nichts. Also na klar wird der Cache gewiped, aber ich meine, eure Daten bleiben erhalten. Wenn ihr allerdings ein Data Factory Reset macht, dann werden eure gesamten Daten gelöscht. Bilder, Konten. Und im Großen und Ganzen ist das die gleiche Funktion wie im Einstellungsmenü, wenn ihr dort eben das System zurücksetzt. Sprich, er startet dann ganz normal wieder den Einrichtungsassistenten, wenn das Gerät einen Einrichtungsassistenten hat. Das sind jetzt aber eher so die einfacheren Maßnahmen. Das dürfte eigentlich auch jedem inzwischen bekannt sein. Erstmal neu starten, das macht man sowieso als erstes, um den Fehler zu beseitigen. Dann natürlich das Zurücksetzen, entweder im Einstellungsmenü, das geht ja auch leichter. Und wenn man das Einstellungsmenü aus Gründen auch immer nicht mehr kommt, zum Beispiel wegen einem Bootloop, dann geht man ins Recovery und setzt dort das System zurück. Und wenn das alles nicht hilft, bügelt man einfach komplett Android drüber. So, und das machen wir auch heute mal. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es kommt auch drauf an. Habe ich ein MediaTek SoC beispielsweise. Viele China-Geräte kommen ja heute mit MediaTek daher. P23, X20, der A22 oder gut alt 6580. Da braucht man dann SP-Tools. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Hier ist ein ROG-Chip drin. Da kann man auch bloß ROMs drauf spielen. Man braucht allerdings die ROM. Wenn man wirklich so ein richtig unbekanntes Gerät hat, würde weder der Hersteller noch irgendwie die Community eine ROM bereitstellen. Die ROM ist praktisch das gesamte Betriebssystem. Android, hoffentlich auch mit Google-Apps dann. Da kann man es halt nicht flashen. Also ohne ROM geht ja gar nichts. Man braucht also die ROM. Da braucht man die Software, um das Ganze ja auch zu flashen. Und dann geht's schon los. Schön. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit. Das machen wir jetzt aber an der Stelle nicht. Über dieses Recovery. Ihr habt ja gerade gesehen, hier war Apply Update. Das ging bei mir aber nicht. Ich hatte es auf der SD-Karte gespielt, hat die SD-Karte noch nicht erkannt, war mir zu viel Hickhack, habe ich es einfach über den Computer gemacht. Und es gibt auch Custom Recoveries. Das bekannteste dürfte wohl von Team Winner sein, das ist TWRP. Aber ein Custom Recovery, das ersetzt dann das vorhandene Recovery, das muss man nicht erst installieren, das geht aber auch nur über den Computer. Also das kann man nicht einfach als App aus dem Play Store geladen. Das ist dann auch recht kompliziert und ein
Custom Recovery muss an das System angepasst werden. Das heißt, man kann nicht einfach TWRP runterladen und das auf jedes Gerät ausspielen. Nein, das muss man dann, was ich speziell für ein LED-TV oder für ein Samsung beispielsweise, Samsung Galaxy S5, kann man auch wieder fit machen, TWRP drauf spielen, dann über TWRP. Dann die Custom ROM flashen, beispielsweise CyanogenMod oder wie es jetzt heißt, Lineage, genau. Und noch eins vorweg, Lineage oder CyanogenMod, das sind Custom ROMs für entsprechende Geräte, beispielsweise für das Samsung Galaxy S5. Und auch die müssen speziell für das Gerät entwickelt werden. Also wenn jetzt das Lineage-Team eben für euer Gerät keine ROM entwickelt hat, dann gibt es auch keine. Da kann man nicht einfach irgendeine nehmen, irgendein aktuelles Lineage oder CyanogenMod halt, das klappt nicht. Ich habe in meinem Falle hier eine offizielle ROM, die ich dann drauf flashe, was ich euch zeige. Die wird einfach vom Hersteller zur Verfügung gestellt, weil nicht jeder Hersteller macht auch OTA-Updates, also Updates over the air. Kurz gesagt, man geht ins Einstellungsmenü, drückt auf Update und dann geht das alles. Klar, das Gerät wird neu gestartet und ihr seid auf dem neuesten Stand. Das ist nicht immer der Fall. Manche, die geben die Updates nur mal als komplette ROM raus, muss man sich dann auch von der Herstellerseite runterladen und sich dann über ein Tool flashen. Entweder um auf dem neuesten Stand zu sein, in Bezug auf Sicherheitsupdates, in Bezug auf Bugfixing oder vielleicht in Bezug auf neue Features oder aber, wie in meinem Falle, um Fehler zu beseitigen. Ja, weil da kriegt man richtig frisches, das ist wie Windows neu zu installieren. Früher zu Windows 98 Zeiten hat man das ja ungefähr einmal pro Jahr gemacht und dann hat man sich wieder richtig gut gefühlt, wenn man wieder ein sauberes System hatte, was erstmal in unter 30 Minuten gebootet hat und dann nicht ständig sich mit einem Bluescreen verabschiedete. Windows-Experten wissen gerade, wovon ich rede und wir gehen jetzt mal rüber zum Computer, weil den werden wir nämlich benötigen. Und wir brauchen auch ein USB-Kabel. Ja, wir brauchen USB-Kabel. Alles dürften die meisten von euch haben. Und das ist auch nur beispielhaft für das i5 Mini 4S. Ich habe es, wie gesagt, für MediaTek auch schon mal gezeigt. Ihr braucht die Software, ihr braucht die ROM. Und dann das, was ich euch jetzt noch zeige. Na, dann gehen wir mal rüber an den Computer. Und dann viel Spaß mit den kleinen Tutorials. Wunderbar, dann machen wir mal weiter. Wir sind jetzt hier am Computer. Aber das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Wir suchen nach der ROM, die wir suchen. i5 Mini 4S ROM. Okay. Und dann wieder techtablets.com. Da muss man natürlich sich ein bisschen durchsuchen. Da muss man sich einfach mal so ein bisschen durchsuchen. Da gibt es ja auch tote Links. Das kommt darauf an, wie alt eben euer Gerät schon ist. So, FNF i5 Mini 4S Downloads. Hier ist das Problem, es gibt verschiedene Geräte. Das i5, das wusste ich vorher auch nicht, i5 Mini 4S, wurde auch als Repad 8 verkauft. Das war dann für die USA gerebrandet. Und da steht hier aber was von Google Play. Nämlich, if your i5 Mini 4S doesn't have Google Play installed, forget about trying to install it. Ja, es gibt halt einen Fehler. So, aber die ROMs, die beinhalten die Google Apps und da mein i5 Mini 4S die Google Apps auch vorinstalliert hat, weiß ich, okay, das sind die gleichen ROMs. Ich habe vorher das noch abgeglichen. Ich habe die Version 1.08, hätte ich vielleicht noch zeigen sollen. Ah, das findet ihr bei About Phone oder About Tablet ganz runterscrollen, da steht dann eure Version. Da, im Großen und Ganzen ist es aber egal, das baut nicht aufeinander auf. Ihr könnt also eine alte ROM über eine neue flashen und auch andersrum. Da gibt es keine Kompatibilität, weil die vorherige ROM einfach ersetzt wird. Ich hatte vorher 1.08b und wir laden uns jetzt 1.08w runter. Ihr seht, FNF hatte offensichtlich vorher fleißig gepatcht. Wunderbar. Im Großen und Ganzen lohnt es sich manchmal aber auch, auf eine alte ROM wieder zurückzugehen, weil beispielsweise die neue ROM Fehler hat, die die alte nicht hatte. Das passiert Herstellern manchmal. Die wollen was verbessern, bringen einen neuen Softwarestand raus. Der ist aber buggy. Samsung zum Beispiel, da kann ich ein Lied von singen, als die immer neue Updates auf die nächste Android-Version gebracht haben. War manchmal sehr buggy gewesen. Und da lohnt es sich manchmal, entweder eine komplett andere ROM, zum Beispiel von einer Community, zu installieren oder auf eine alte zurückzugehen. Wir brauchen das i5 Mini 4S Upgrade Tool. Das ist nicht im Speziellen für das FNF i5 Mini 4S programmiert worden. Es ist einfach ein Flash-Programm für Geräte, die dann halt mit dem Programm entsprechend kompatibel sind. Ich vermute hier mal, ich bin jetzt kein Überexperte, ich vermute hier mal, dass Upgrade Tools für Rockchip SoCs, SP Tools oder SP Flash Tools beispielsweise für MediaTek SoCs. Und wir laden das dann jetzt runter. Das zeige ich jetzt, ich klicke es nur an, ich lade es nicht runter, weil ich habe schon runtergeladen. Okay, irgendwann wird jetzt hier ein Fenster erscheinen. Ihr seid jetzt ein bisschen langsam oder mein Internet ist gerade langsam. Ah ja, jetzt kommt's. So, ist hier gepackt mit RAR, also mit RAR, dann halt WinRAR. Entpacken oder 7-Zip. 7-Zip kann eigentlich alles lesen. Okay, dann ladet ihr euch noch die ROM runter oder hat irgendeine andere. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal schon entpackt und ich habe auch die ROM entpackt. Also einmal haben wir die Software und einmal haben wir die ROM. Beides runtergeladen, beides ist gepackt als RAR-Datei und hier seht ihr dann die ROM. Die habe ich schon reingepackt direkt in den Ordner mit der Software. Seht ihr auch sofort an der Größe, fast ein Gigabyte.
Und ganz wichtig, ein ROM endet auf Image. Und die muss man dann im Programm einlesen. Das zeige ich euch gleich noch. Hier bei der Software braucht man nur die Image-Datei. Wir hatten ja schon mal über SP-Tools gesprochen. Also das Programm, womit man MediaTek-SoCs oder MediaTek-Geräte flasht. Und da braucht man noch zusätzlich eine File. Die heißt, glaube ich, Scattered-File. Die ist natürlich dann auch logischerweise dabei im ROM-Paket. Also in dem gepackten Paket. Und da muss man erst die Scattered-File einlesen. Das ist eine Textdatei, die enthält alle möglichen Informationen fürs Flashen. Und dann muss man noch die ROM reinladen. Das hier ist eine Gebrauchsanweisung auf Chinesisch. Hier ist die Gebrauchsanweisung auf Englisch. Und da könnt ihr euch das jetzt nochmal reinziehen, wenn das alles funktioniert. Und andere müsst ihr Treiber installieren. Ja, es ist ja ein Rockchip-Tablet. Ja, bei MediaTek-Tablet braucht ihr dann halt andere Treiber. Das sind jetzt nicht die Treiber, die MTP- und PTP-Treiber, die ihr braucht, um Daten oder Bilder zu kopieren. Das ist dann nochmal was Eigenes. Und das findet dann hier, das ist zum Glück hier mit dabei. Ist echt in der Regel, kriegt man ganze Pakete mit der Software, mit den Treibern. Ist in der Regel immer Komplettpakete. Und da habt ihr hier Driver. Ja, genau, und da könnt ihr ja Driver-Install machen. Und ihr könnt erstmal Treiber deinstallieren, alte Treiber, und dann könnt ihr sie hier installieren, damit ihr dann auch, ja, da steht es ja auch, RK für Rockchip. Rockchip Driver Assistant, genau. Damit ihr dann das Tablet auch erkennt. Das Tablet muss auch ausgeschaltet sein, aber dazu kommen wir gleich. Und dann müsst ihr Factory Tool, müsst ihr dann starten und müsst dann hier die Firmware reinladen. Das ist dann die Image, die ich, das hat er, seht ihr, das hat er schon so gefiltert. Hier, Firmware File Image, zack, das ist sie. Also angewählt, öffnen. Jetzt lädt das rein, es dauert kurz. Genau. Jetzt sagt ihr auch Firmware, das ist jetzt, würde ich mal vermuten, Android-Firmware, weil es Android 6 ist. Und hier auch RK für Rockchip. Und hier ist noch rot. Und dann machen wir hier auf Restore und auf Run, dann wenn wir so weit sind. Aber wir sind noch nicht so weit, weil das Tablet jetzt noch angeschlossen werden muss. Dafür müssen wir das, das ist das Tablet. Ich habe es schon ausgemacht, sehr gut. Sehr gut. Wir brauchen ein USB-Kabel, entweder Micro-USB oder USB-C. In unserem Falle ist es aber Micro-USB. Und ist auch gut, dass ihr euch das Video gerade anschaut, weil nämlich in der Gebrauchsanweisung hat was gefehlt. Nämlich, wie man das Tablet in den Upgrade-Modus versetzt. Jetzt schließe ich es erstmal an. Hier, USB. Einfach rein. Erkannt wird es vermutlich trotzdem. Nein, passiert gar nichts. Okay. Okay. Und jetzt boote ich mich in Recovery. Der checkt aber, dass ein USB dran ist und startet das Recovery nicht, sondern geht stattdessen in Upgrade-Mode. Det. Also, ich habe Power on und Lautstärke leiser gerade gleichzeitig gedrückt. Und ihr seht, dass, ich zeige euch auf dem Monitor, das seht ihr gar nicht. Deshalb habe ich ja hier den File. Und ihr seht, dass jetzt hier Loader erschienen ist. Es war vorher nicht da. Und dann machen wir mal Run. So. Ja, das macht er jetzt automatisch. Der hat das jetzt irgendwie neu startet in irgendeinem Upgrade-Mode. Keine Ahnung, das Display vom Teletech hat gar nichts an. Das ist einfach nur schwarz. Ihr müsst euch auf das verlassen, was jetzt hier angezeigt wird. Ihr könnt im Übrigen auch so auf Run drücken, ohne dass hier irgendwas passiert. Da passiert einfach gar nichts. Da müsst ihr wieder auf Stop drücken. Also wenn das Tablet sozusagen nicht erkannt ist, dann könnt ihr auch auf Run drücken. Ohne dass halt irgendwas passiert. Okay. Wir warten jetzt also ab. Jetzt lädt er die Firmware erstmal auf die Tablette. Wie es mal bei Google Translate Übersetzungen heißt. Lädt er jetzt die Firmware runter. Danach installiert er den ganzen Spaß. So, und ich richte so lange mein nächstes Testgerät ein. Das ist in dem Falle, Google wurde beendet. Warum das denn? Das ist in dem Falle mein neues Ukite. So, seid ihr noch bei mir? So, jetzt checkt er die Firmware, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr habt auch gerade was zu tun. So, wunderbar. Wir können ein bisschen Tee trinken. Ja, also man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich kann ja schon mal spoilern. Nein, der Fehler wird nicht aufgehoben. Ah, Restart. Okay, ja, da stand, glaube ich. Also erstmal steht jetzt hier Success. Und, ohoho, ihr könnt das USB-Kabel jetzt abmachen. Weil der großen Ganzen fertig ist. Und das Gerät wird automatisch jetzt neu gestartet mit eurer neuen Software, mit eurer neuen ROM, mit eurer neuen Android-Version. Jetzt auf den aktuellsten Stand. Ach ja, genau, hier, das werdet ihr nicht sehen können. Aber unten ist jetzt so ein bisschen Text. Ja, jetzt installiert der. Jetzt ist wieder weg, der Text. Der installiert jetzt die Firmware, die neue ROM. Und ich sehe jetzt schon, das werdet ihr nicht sehen, aber hier ist gerade der Fehler. Also, der ist direkt beim Neustart, sieht man den jetzt auch schon. Also, es wurde leider in dem Falle nicht behoben. Aber das Patchen an sich hat funktioniert. Ich habe leider keine Logfile. Jedenfalls habe ich jetzt nichts gefunden, kurz gesagt. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Unterschied ist. Zwischen 108W, was ich jetzt habe, und 108B, was ich davor hatte. Ich habe jetzt nicht eine neue Android-Version. Ich glaube, das ist alles hier auf Basis von Android 6.
Aber ich denke mal, von 0,4 auf 0,8 wird schon irgendwelche krassen Verbesserungen gegeben haben. Aber ich habe jetzt erstmal so an sich nichts bemerkt. Mein Tablet läuft eigentlich genauso wie vorher. Und der Fehler ist auch noch da. Das heißt, das hat alles nichts gebracht. Aber ich wollte euch ja eigentlich auch nur anhand jetzt dieses Beispiels zeigen, wie... Ich hab auf den Monitor gespuckt, meine Güte. Ja, wegmachen hier. Ich würde euch eigentlich nur zeigen, anhand jetzt des, also, meines Problems, wie man ROMs flasht auf Rockchip, Smartphones oder Tablets. Ja, beim Smartphone funktioniert das ganz genauso. Das ist kein Unterschied. Es ist vollkommen egal, der Software, ob es ein Tablet oder ein Smartphone ist. Ihr braucht die ROM, ihr braucht nur die Software und dann geht's los. So, und in vielen Fällen werden Probleme gelöst. Vor allem zum Beispiel Bootloop-Probleme. Die sind dann meistens weg, weil das ist selten wirklich ein Hardwarefehler. Warum jetzt bei mir... Das mit dem Display, warum da jetzt immer noch im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das ein Hardwarefehler sein kann, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, betrifft vielleicht einen Bereich, keine Ahnung, ist auch egal, weil letztendlich im Recovery taucht es ja letztendlich nicht auf, dieses blinkerte Fenster, nervt mich auch minimal, aber muss ich jetzt mit leben, weil ich liebe das Tablet, definitiv, und hat ein 2K-Panel, ist echt extrem hochauflösend und schönes, okay, ich bleib schon noch drauf hängen, darum geht's gar nicht, es ist ja eigentlich ein Tutorial, ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr Bescheid, wie das abläuft und wisst jetzt auch so ganz... Leicht ist es nicht. Und auch mit TWRP wird das Ganze auch nicht leicht. Das wird meistens komplizierter. Und auch was Community-ROMs angeht, muss man sehr vorsichtig sein, weil manche, da muss man so gucken, welche Version ist das? Ist das eine Stable? Ist das eine Beta? Da gibt es noch Nightly und weiß nicht, ob es dann noch mehr Versionen gibt. Also, kurz gesagt, also gerade was Beta angeht, das sind noch, das müsst ihr euch vorstellen, wie beim Game, was noch im Early Access ist. Das ist nicht ausentwickelt, da sind teilweise noch Bugs und vor allem teilweise funktionieren gewisse Dinge nicht, wie zum Beispiel das GPS, Bluetooth oder das Telefonieren, weil das einfach noch nicht implementiert ist. Das sind dann ROMs, die sind halt halb fertig, die Community kann sich das anschauen, wenn die halt Bock darauf haben und es gibt viele, die haben echt mega Bock darauf, die laden sich dann jede Beta aufs Telefon. Und das macht das auch nicht unbedingt besser. Es ist manchmal nur experimentell und man kann halt irgendwelche neuen Features betrachten auf seinem Telefon eben. Und da muss man genau durchlesen, okay, ist das eine Stable? Funktioniert auch alles oder muss ich dann auf irgendwas verzichten? Oh, und was auch ganz wichtig ist, man muss auch genau schauen, ist die ROM auch wirklich für mein Telefon? Und mein Tablet hat jetzt endlich gestartet. Geduld, ihr müsst unglaublich Geduld haben. Deshalb quatsche ich die ganze Zeit. Und ihr seht, ich bin jetzt im System drin, den Fehler gibt es immer noch. Und mein System ist jetzt neu, also es ist komplett zurückgesetzt. Muss ich das eigentlich erwähnen, dass beim ROM-Flashen alles gelöscht wird? Ich meine, du bekommst komplett neues Android. Und ich kann jetzt hier an Settings gehen und runterscrollen und About Tablet machen. Und jetzt steht, das werdet ihr jetzt auch nicht sehen, weil meine Kamera dafür viel zu blöd ist. Aber hier steht jetzt i5 Mini 4S 1.08W. Also was hier steht. Vorher stand halt 1.08B. Ja, der Fehler ist leider immer noch da. Also ich werde auch nicht mehr Arbeit investieren. Aber es war, ehrlich gesagt, mal wieder echt spaßig gewesen, wieder ein Telefon zu flashen. Ich habe früher total viel rumgebastelt, inzwischen aber nicht mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen, sollte nur ein kurzes Tutorial werden, ist wahrscheinlich wieder viel zu lang geworden. Aber hey, wir haben alle Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.